Servus Leute, willkommen auf der Mary Jane in Berlin. Wir sind hier am Freitag, Samstag und Sonntag und versuchen mit möglichst vielen Leuten zu sprechen. Über was wohl? Natürlich Cannabis. Das hier ist der Ort, wo die Magie passiert. Ich wünsche euch viel Spaß beim ersten Teil des Vlogs. Das ist Ulf. Ja, das ist Ulf. So Leute, ich bin jetzt beim Stand von Flower Power und werde einige nette Fragen stellen zu diesem neuen Konzept. So mein Lieber, grüß dich, hi. Freut mich. Ich wollte einfach mal kurz wissen, was ist Flower Power, wie seid ihr auf die Idee gekommen, welche Intention habt ihr dahinter gehabt? Die Intention dahinter war, dass wir insgesamt den Pflanzenanbau möglichst leicht gestalten. Absolut, ich sehe schon hinter dir, wir können einmal kurz rübergehen, glaube ich. Ihr habt ein relativ hohes Teil. Magst du mal kurz erklären, was denn was genau ist? Klar, man weiß, okay, das ist das Zelt, einmal die Lampe. Was ist das für ein Teil da oben? Warum sind da vier Birnen drin? Genau, das ist die Flower One und One steht für ein Quadratmeter. Wir sind jetzt hier auch in einer 1 Quadratmeter Box. Die Flower One besteht aus einem Beleuchtungssystem, also hier vier Chip-on-Boards. Über dem Kühlkörper sitzt ein Aktivkohlefilter. Wie lange hält so ein Teil? Wir sagen mindestens 6 Monate. Wir wollen da auch nicht zu viel versprechen, aber normalerweise sollte es sogar 9 bis 12 Monate halten, ja. Wenn das Teil durchgehend im Betrieb ist, klar, logisch. Cool, nice, danke dir schon mal. Ja, vielen Dank. Alle, die überlegt haben, zu Hause anzubauen, jetzt wisst ihr, wo ihr einkaufen könnt. Richtige Adresse ist Flower Power. Wir sind jetzt am Stand von Canna Medical Pharma GmbH. Der Name sagt es auch schon, Medical Pharma, ihr verkauft wahrscheinlich medizinisches Cannabis, ist das richtig? Richtig, wir vertreiben medizinisches Cannabis an Apotheken. Uns ist besonders wichtig, dass Ärzte und Apotheker aufgeklärt sind im Bereich von Medizinalcannabis. Und wir vertreiben natürlich nicht nur CBD-Blüten, sondern natürlich auch Cannabisblüten mit THC. Wo sind da eure Werte? Kann man das ungefähr eingrenzen? Habt ihr 10% THC aufwärts oder was ist da eure Intention? Also wir haben verschiedene Wirkstoffstaffeln, also wir vertreiben Cannabis, was im niedrigeren THC-Gehalt liegt. Wir haben aber natürlich auch Produkte, die deutlich höher sind, über 20%. Unter anderem sind wir auch aufgeteilt in verschiedene Genetiken, Sativa, Indica, Hybride, aber auch ausgeglichene Blüten, richtig. Okay, also euer Hauptziel ist es aber auch, dass ihr in den Apotheken vertreibt, größer vertreibt, also sind die Sondierungsgespräche, die momentan ja im Hintergrund laufen, Aussagen von Herrn Lindner für euch ja positiv zu bewerten, oder? Auf jeden Fall. Also wir sind gespannt, was die politischen Änderungen jetzt mit sich bringen und hoffen natürlich sehr, dass das zu unserem Vorteil alles entschieden wird. Auf jeden Fall. Okay, cool. Dann wünsche ich euch viel Glück weiterhin und eine gute Mary Jane. Ja, vielen Dank. So ihr Lieben, die ersten Eindrücke konnten wir schon mal gewinnen auf der Mary Jane, die dieses Jahr zwischen dem 22. und 24. Oktober stattfindet. Bekommt man natürlich zwischen CBD-Ölen, Gummibärchen, Grow-Häusern, Grow-Boxen, Grow-Kühlschränken, Samen, über Feuerzeuge, über Papes, natürlich alles, was das Cannabis- und CBD-Herz begehrt. Wir werden noch ein bisschen weitergehen, noch ein paar nette Leute fragen, was sie von der Mary Jane halten. Wir finden es bis jetzt ganz geil. Das Einzige, was uns nicht in die Karten spielt, ist dieses Jahr leider das Wetter. Entschuldigung. Eine Frage. Hast du kurz 1 Minute Zeit? Ich hatte 1, 2 Fragen an dich. Ja, können wir machen. Du arbeitest hier, kann das sein? Ja, ich verteile ein paar Pakete. Pakete? Was für Pakete sind das? CBD-Öle? Genau, Öle, Balmen und Cremes und so, ja genau. Ah, okay, cool. Ist für dich das erste Mal hier? Ja, heute der zweite Tag. Der zweite Tag, okay. Und danach wird dann auch ordentlich gepufft, oder? Mal schauen. Weiß ich noch. Dann gutes Gelingen und viel Erfolg, mein Lieber. Schönen Tag. Herr Müller, schön, dass Sie sich nochmal zum Ende des ersten Tages kurz die Zeit nehmen. Es ist ja momentan keiner so sehr in den Medien wie Sie als Hauptaktivist.
Die letzten Wochen, sagen Sie schon, waren sehr anstrengend. Die Sondierungsgespräche gehen in die richtige Richtung. Wie bewerten Sie Aussagen von Polizeigewerkschaften, die natürlich jetzt nochmal das Gegensatz machen? Die habe ich ja wiederholt öffentlich bewertet. Ist natürlich völliger Unsinn, was von den Gewerkschaftsführern kommt. Ich habe immer das Gefühl, die haben keine Ahnung. Das wurde auch teilweise getitelt. Wer heutzutage noch von der Einstiegsdroge bei Cannabis spricht, der verbringt Fake News. Und das machen die. Dann reden die plötzlich von einer Gefährlichkeit, die die Weltgesundheitsorganisation nicht mehr sieht. Die versuchen mit allen Mitteln die Prohibition aufrechtzuerhalten. Und ich glaube teilweise gegen eigenes Wissen. Ja, und ich denke, dass sie sich in den letzten anderthalb Wochen mehr disqualifiziert als qualifiziert hat. So Leute, das war der erste Teil des Vlogs. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und konntet einige Eindrücke mitnehmen. Klar ist die Messe leider noch von Corona ein wenig eingedrückt und jeder muss noch mit Maske rumlaufen. Nichtsdestotrotz haben wir bis jetzt sehr viele neue Leute kennengelernt und uns auch ganz gut connected. Wenn ihr auch auf der Mary Jane wart, schreibt doch gerne unten in die Kommentare rein, was euch gefallen hat, was ihr vermisst habt und was ihr euch für die nächsten Jahre wünschen würdet. Bleibt gesund, bis bald. Den Kanal nicht vergessen zu abonnieren, nicht vergessen auf die Glocke zu drücken. Stay safe, euer Ulfi.